bewerben sich 1200 Leute und von den 1200 Leuten kommen halt nur 120 in die zweite Runde. Also herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute rede ich mal über ein etwas anderes Thema. Vielleicht interessiert es euch, aber viele haben mich auch danach gefragt. Und ja, da dachte ich mir, jetzt mache ich einfach mal ein Video dazu. Genau, ich werde jetzt auch nicht groß um den heißen Brei reden, deswegen fange ich jetzt auch gleich sofort damit an. Also wie einige von euch wissen, interessiere ich mich sehr für Theater und Schauspiel und das mache ich jetzt auch schon seit längerer Zeit und deswegen dachte ich mir irgendwann mal, ach, bewirbst du dich einfach mal nach Schauspielschule und schaust so, ja, wie es so abgeht und was so denen ihre Meinung ist. Und genau, da war ich jetzt auch im Oktober, also letztes Jahr, an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst, wo schon viele weitere deutsche große Schauspieler studiert haben. Und da dachte ich mir, probiere ich einfach dort mal mein Glück und schaue, was so die Lage ist. Genau, im folgenden Video werde ich euch einfach so ein bisschen erzählen, für die, die es auch so interessiert und die zufällig auf meinen Kanal gekommen sind, wie so eine Bewerbung abläuft, was man beachten soll und werde euch ein paar Tipps vielleicht geben und ja genau, fange ich einfach damit mal an. Genau, wie bereits erwähnt, war ich im Oktober dort zu der ersten Runde. Man muss sich halt immer für die erste Runde, also zumindest in Berlin ist das so, zwei Monologe raussuchen, einen modernen und einen klassischen Monolog, also Shakespeare, Schiller und was weiß ich alles. Und dann soll man auch noch ein Lied vorbereiten. Genau, man ist dann halt an dem Tag für die Bewerbungsrunde sozusagen angekommen dort in Berlin. Und da waren auch schon hunderte andere und das war halt auch nur ein Bewerbungstag. Aber man darf sich da nicht Chöre machen lassen und genau, ich habe mich dann einfach dorthin gesetzt und habe mit ein paar Leuten gequatscht, also ich kenne dort auch niemand. Genau, und dann wird man dort halt aufgerufen und man wird in Gruppen geteilt, so um die 13 Leute waren dort und dann kommt man in einen viel kleineren Proberaum. Genau, dann konnte man sich zu seiner ersten Rolle umziehen und dann wurden auch alle 13 Leute angeschaut mit der ersten Rolle und auch alle anderen konnten dort zuschauen, was jetzt nicht unbedingt negativ war für mich und es war auch nicht wirklich positiv, also es war halt so, mittels hat mich nicht wirklich gestört und da waren halt auch zwei Dozenten, die zugeschaut haben. Und dann war eine kurze Pause und dann hat man sich zur zweiten Rolle umgezogen. Und dann wurde auch die von allen angeschaut. Danach sollten erstmal alle rausgehen und wir haben uns halt auf diesen Gang dort gesetzt, weil die dort auch irgendwie keine Stühle hatten und naja. Dann haben wir halt auf die Auswertung gewartet, die haben sich ein bisschen beraten und währenddessen haben wir halt auf dem Gang so ein bisschen gequatscht. Und da kam auch schon die erste Aufregung so ein bisschen, weil man ja nicht wusste, wie das, was die nun sagen werden und sowas. Aber es ist natürlich auch alles nicht schlimm, weil jeder ist in so einer Situation aufgeregt. Aber ich würde euch halt wirklich raten, dass ihr, wenn ihr euch dort bewerben solltet oder auch allgemein, dass ihr einfach alles komplett ausblendet und einfach nur an euch denkt oder an eure Rolle und einfach auch nicht achtet, was die anderen machen, sondern sich wirklich nur auf sich selbst konzentrieren, weil das ist auch enorm wichtig, weil das strahlt man dann natürlich auch aus, wenn man nervös ist und das ist natürlich auch nicht sehr von Vorteil. Das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht und das ist auch natürlich der Hauptpunkt, den es machen sollte. Genau, und dann sind die zwei Dozenten rausgekommen und haben sich nur von ein paar von den 13 Leuten nochmal den Song anhören lassen. Und das ist halt auch schon der Punkt, wo man weiß, okay, du kommst nicht in die zweite Runde oder du hast eventuell Chancen, in die zweite Runde zu kommen. Weil die Leute, von denen sie nicht den Song angehört haben, da wusste man schon, naja, okay, die haben es jetzt nicht geschafft. Und dann haben die nochmal 5 Leute hereingebeten. Unter anderem auch mich und dann den Song vorspielen lassen, aber die legen jetzt nicht so viel Wert auf gutes Singen, sage ich jetzt mal, aber eher darum, wie man mit dem Song umgeht, weil es ja natürlich auch eine andere Rolle ist. Und dann sollten wieder alle auf dem Gang warten, wir haben uns wieder miteinander ausgetauscht, manche haben sich schon dutzendmal beworben, für manche war es auch das erste Mal und naja, ich war einer der letzten, die dann aufgerufen wurde für die Auswertung. Ich war natürlich auch sehr aufgeregt. In dem Raum hat die Schauspieldozentin mir dann auch gesagt, ja, du bist in die zweite Runde, aber auch sehr knapp. Und da dachte ich mir, puh, okay, jetzt weiß ich zumindest mal und war auch sehr erleichtert. Und dann hat sie mir auch Kritik gegeben für die nächste Runde und hat mir auch eine dritte Rolle gegeben, die ich vorbereiten sollte, weil es halt so verlangt ist, dass man dann drei Rollen in der zweiten Runde spielen sollte.
Genau, aus meiner Gruppe waren von 13 Leuten nur 3 weiter in die nächste Runde gekommen. Aber ich habe auch von Gruppen gehört, die keinen in die nächste Runde gelassen haben. Also daran sollte man sich nicht so festmachen, weil entweder gibt es halt nur gute Leute oder nicht. Die haben jetzt keine wirkliche Quote. Die zweite Runde war dann im Februar, also vor einer Woche knapp, nachdem ich auch meine erste Runde in Leipzig hatte, wo die mich dann auch in die zweite Runde geschickt hatten. Aber jetzt war erstmal die zweite Runde und ich bin dann auch wieder gut vorbereitet, also gefühlt hingegangen, hatte meine 3 Rollen und dachte mir so, ja, du machst das jetzt einfach, gibst dein Bestes und das war's dann auch. Ich bin einen Tag vorher angereist, weil ich mir dachte, ich will dort nicht komplett müde ankommen und das würde ich halt auch jedem anderen raten, wirklich sich einen Freund in Berlin oder in der jeweiligen Stadt zu suchen oder ein Hotel oder sowas. Weil wenn man dort müde ankommt, dann ist das halt wirklich nicht gut. Genau, ich bin dann dort am Morgen wieder aufgekreuzt. Es war wieder in etwa das gleiche Programm. Diesmal war das Foyer aber etwas leerer. Und es waren dann auch nur so 15 Leute, die dann auch in meiner Runde waren. Die zweite Runde war auch ein bisschen lockerer und entspannter, weil weniger Leute da waren. Und es war auch wieder ein bisschen intimer, sage ich jetzt mal. Aber man spürt auch so ein bisschen die Anspannung, dass es jetzt halt ums Ganze geht. Die haben uns dann natürlich auch wieder auf eine etwas größere Bühne gelassen. Als erstes gab es dann auch eine Erwärmung, eine halbstündige Erwärmung, wo die dann ein paar Erwärmungsübungen gemacht haben. Und da saßen auch schon viel mehr Dozenten in dem Raum. Es waren dann auch 12 Dozenten, die zugeschaut haben. Aber man darf sich natürlich nicht wieder verwirren lassen, sondern einfach nur locker bleiben, weil das strahlt man natürlich auch immer wieder aus. Nach der Erwärmung gab es dann wieder Zeit, sich für die erste Rolle umzuziehen. Bei manchen war das dann halt schon die Rolle, die man in der ersten Runde gezeigt hat, aber halt in verbesserte Form sozusagen. Es war natürlich wieder eine andere Umgebung, weil es eine größere Probebühne war und man musste sich auch wieder erstmal ein bisschen daran gewöhnen. Aber wenn man auf der Bühne steht, also so geht es mir zumindest, dann blendet man irgendwie alles andere aus und fokussiert sich nur auf sich. Und dann wurde auch die zweite Rolle angehört nach einer Pause, auch von allen. Zwischenzeitlich wurde auch unterbrochen und das ist natürlich auch wieder etwas, dass man sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen soll, wenn man unterbrochen wird von der Rolle, dann heißt es einfach nur, dass sie schon genug gesehen haben oder dass sie denken, es kommt halt nichts mehr. Aber es bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ihr schlecht seid oder diverses anderes. Ich wurde auch zum Beispiel ja, in beiden Rollen unterbrochen. Die zweite Rolle hat sich bei mir nicht so gut angefühlt, aber naja, es ist halt immer wirklich von der Gefühlslage abhängig, wie man sich halt an dem Tag fühlt. Nach der zweiten Rolle wurde dann von jedem das Lied gehört, das man auch vorbereitet hatte. Es gab dort auch einen Pianisten, der einen begleitet hat, aber das konnte man sich auswählen. Genau, und das Lied wurde natürlich dann auch nur die ersten beiden Strophen angeklungen. Und dann sind dann wieder alle rausgegangen und haben uns in das Foyer gechillt. Und da war natürlich so ein bisschen die Anspannung wieder, ja, was ist jetzt nun? Weil dann ist das wieder das gleiche Prinzip wie in der ersten Runde. Von manchen wollen die den dritten Monolog noch anhören, von manchen nicht. Und da war es dann wieder so etwa ein bisschen klar, ja, an wen sind die interessiert und an wen nicht. Und das hat auch ziemlich lange gedauert, die Auswertung. Aber nach einer halben, dreiviertel Stunde haben sie dann nochmal 2 Mädchen gebeten, die dritte Rolle vorzubereiten. Und da war dann dem Rest natürlich dann schon so bewusst, okay, es wird eher weniger oder man hat weniger Chancen. Und dann nach einer Dreiviertelstunde sind dann wieder alle in den Raum gegangen und man hat die Monologe angehört von den beiden Mädchen, also den dritten Monolog. Genau, und dann sind wir wieder alle rausgegangen. Genau, und wir haben dort wirklich alle wieder nur gechillt und ein bisschen gequatscht und so, aber es war dann schon eine gewisse Grundspannung dort. Aber viele wussten dann natürlich, okay, das war's. Wieder nach einer längeren Zeit haben sich die Dozenten dann so 5 Leute gekrallt und die sind dann halt in einen kleinen Raum gegangen zur Auswertung. Und ja, ich war halt auch einer der Ersten, die dann ausgewertet haben. Natürlich dann nur zu zweit mit der Dozentin. Und dort haben die dann Feedback gegeben und haben auch gleich am Anfang gesagt, ja, das ist jetzt ein Nein-Gespräch. So war es dann auch in meinem Fall. Also ich wurde nicht angenommen. Und haben mir dann so gesagt, ja, was ich vielleicht noch besser machen könnte und dass ich noch relativ jung bin und dass ich auch gerne im nächsten Jahr wiederkommen kann. Es war natürlich schon so ein bisschen ernüchternd für mich, aber es war auch ein bisschen voraussehbar, aber
ich war trotzdem sehr zufrieden mit mir, vielleicht jetzt nicht an dem Tag, aber allgemein, weil es ist auch für mich schon eine Leistung, sage ich jetzt mal, in die zweite Runde gekommen zu sein, weil es bewerben sich 1200 Leute und von den 1200 Leuten kommen halt nur 120 in die zweite Runde, also 10%, soweit ich weiß. Und da dachte ich mir, ja, okay, das ist schon mal eine Errungenschaft und das bedeutet auch schon ein bisschen, dass du was drauf hast selber. Das habe ich mir dann auch gesagt und bin dann trotzdem relativ zufrieden, weil wirklich die wenigsten schaffen es, mit der ersten Bewerbung an einer Schauspielschule angenommen zu werden. Und da dachte ich mir, ja, du nimmst dich jetzt zusammen und bereitest dich jetzt fürs nächste Jahr vor, bewirbst dich an den anderen Schauspielschulen. Man darf dort auch nicht traurig sein, wenn man abgelehnt wurde, weil es natürlich auch einen selber was gebracht hat, Erfahrungen, die geben auch Kritik. Und deswegen finde ich es auch, würde ich auch jedem raten, der sich für die Schauspielschule bewirbt, dass er zuerst in Berlin oder Leipzig anfängt, weil die geben dort eine wirklich konstruktive Kritik und sagen, ob man halt wirklich geeignet ist oder nicht und unabhängig davon, ob man in die zweite gekommen ist oder nicht. Aber wenn ihr wirklich an diesem Traum hängt, sage ich jetzt mal, dann bewirbt dich einfach überall, weil unterschiedliche Schulen sagen auch unterschiedliche Sachen. Das heißt, die einen sagen vielleicht, dass du scheiße bist und die anderen wiederum, ja, du bist eigentlich ganz geil. Und da muss man sich halt so ein bisschen durchwitzen und noch so ein bisschen näher informieren. Aber auf alle Fälle nicht aufgeben und sich nicht runterziehen lassen, wenn es halt vielleicht beim ersten Mal nicht klappt. Einfach Kopf hoch und ans Ziel denken sozusagen und an seine Träume. Genau, das war es jetzt auch schon wieder von meinem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum Ende geblieben seid. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was so die nächsten Jahre bei mir abgeht, die nächsten Monate. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.